Ja, wir sind hier in den isländischen Westfjorden in Flateyri und Suðuroy. In den beiden schönsten Fischerdörfern der Westfjorde. Wir bieten euch hier super schöne Ferienhäuser zusammen mit Booten in der 8 Meter Klasse. Die Ferienhäuser sind super ausgestattet und das Wichtigste ist, dass wir einfach ganz kurze Fußwege haben, um den Hafen zu erreichen. Ich bin jetzt das dritte Mal auf Island und der Grund, warum ich das dritte Mal auf Island bin, ist einfach, hier trifft der Golfstrom auf den Grönlandstrom und das sorgt für ein unfassbar gutes Fischvorkommen. Man fängt Dorsche weit über Meter, Meter 20 plus. Es ist einfach, es ist sagenhaft. Man muss es einfach mal ausprobiert haben. Man kann es nicht glauben, wenn man es nicht selber mitgekriegt hat. Erster großer Fisch, beim ersten Mal rausschmeißen, direkt 1,20 Meter. Was will man mehr? 19 Kilo. Ich glaube, das spricht für sich, wenn man ihn so sieht. Und es macht einfach Spaß hier zu angeln. Und letzte runter, 1 Meter Dorsch, was in Deutschland schon selten ist, ist hier Standard. Die dicken Arme werden immer dicker vom Angeln. Ist wirklich grandios. Also ich muss jetzt noch weitermachen. Wir sehen uns. Sollte uns das Wetter hier einmal einen Strich durch die Rechnung machen, es ist gar kein Problem. Wir haben immer die Möglichkeit, im Fjord zu fischen. Auch hier lassen sich ohne Probleme Steinbeißer und Dorsche verhaften. Und wir können immer mit dem Kajak rausfahren, die wunderschöne Natur betrachten. Ebenso können wir hier von wunderbaren Spots aus auf Meerforelle fischen. Einfach genial. Wenn ihr vom Fischen zurückkommt, wir haben direkte Einkaufsmöglichkeiten. Es ist gar kein Problem, da eben rüber zu laufen. Ebenso haben wir ein super gutes Restaurant. Das müsst ihr ausprobieren. Und natürlich nicht zu vergessen, unsere Tackle Shops in beiden Dörfern.